Zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben bei der Kollegin von Marcos, die ein Problem hat, da sie keine Holzlieferung mehr hält, da die Banditen sie plündern. Die Holzlieferung braucht sie, um Bögen herzustellen, um die Griechen im Kampf gegen die Spartaner zu unterstützen. Und wir sollen ihr helfen und dafür hat sie unseren Bogen wieder repariert. Wir reden mal mit ihr. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Wenn du mir Informationen gibst. Banditen brauchen eine Abreibung. Wir halten sie auf. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Na endlich! Marcos hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bogenerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Was daran besonders? Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Ich werde gehen. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Ja. Durch dein Gejammer geht es auch nicht schneller. Ich töte die Banditen und besorg dir dein verdammtes Holz. Natürlich machst du das. Lass dir nur Zeit, ich vertraue dir. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Natürlich. Aber wenn sie genau weiß, was für ein Holz sie braucht und wo das zu finden ist, warum kann sie uns dann jetzt sagen, wo die Lager sind? Das verstehe wer will. Wir holen mal unser treues Pferd Phobos und reiten los. Oh. Da ist der Kopfgeldjäger, der uns jagt. Ella. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Hier sind Spuren auf dem Boden. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Steck die Fackel weg. Hier ist das Holzfällerlager. Zählt es noch mit dazu? Nee. Hier können wir auch Schätze blühen. Ah, am Wagen. Klar. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Sie können nicht weiter als 250 Meter vom Tatort entfernt sein. Vorwärts. Los. Ah ne, wir müssen erst den Rest erkunden, bevor wir weitergehen können. Mhm. Was war da gerade? Hä? Achso, wir haben die Fackel aufgehoben. Irgendwo muss hier was sein. Ist hier was? Ah! Oh! Eine Leiche. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Ikaros. Ziele mit Ikaros im Schwebemodus auf Gegner, um sie zu erfassen. So sind sie leichter zu erkennen. Ikaros kann aber... Den Rest müsst ihr euch durchlesen. Hä? Da stand doch gerade, man muss Ikaros mit Pfeiltasten nach oben. Achso, wir hätten noch ein bisschen näher gehen müssen. Ah, hier irgendwo am Meer sind die Banditen anscheinend versteckt. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Also in den Bergen hat jetzt nicht so gestimmt, würde ich sagen.
Ach so, wahrscheinlich dieses Ausrufezeichen. Ich muss mich anschleichen. Ja. Dann lass mal die Fackel fallen, gut. Dann müssen wir mal uns anschleichen. Ihr Menschen. Achso, die schlafen hier. Dann schöner Schlaf wünsche ich euch. Hä? Ja, irgendjemand hat uns gerade angezündet. Ist ein Bogenschütze da oben? Komm, kletter hoch. Komm, sie werden nicht hier hochkommen. Du hast dich mit der falschen Kriegerin angelegt. Ein Schlangenbogen. Wir haben nur einen Jagdbogen. Mhm. Wir müssen hier alle Banditen erlegen. Dann gehen wir eben runter und stellen uns den Wolf. Wenn er sich natürlich uns stellen will. Komm, den kriegen wir da. Keine Nahkampfwaffe. Das ist kein Angriff. Er wollte uns vergiften. Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Ja. Dann nehmen wir mal so viel Holz, wie wir tragen können. Und weiter. Und schnell weg, bevor uns die Wölfe kriegen. Jetzt müssen wir außer Reichweite sein und dann können wir uns nochmal Handschuhe anziehen. Dann kämen wir mal zu ihr zurück und dann haben wir unserem Kumpel einen weiteren Gefallen getan und die Sache mit dem Holz geklärt. Komm, wir steigen ab und gehen zu ihr. Ah, Marcos Gehilfin, du hast hoffentlich mein Holz dabei. Nein. Gehilfin? Wohl kaum. Ich meine Marcos starker Arm. Wie dumm von mir. Das schon sollte besser reichen, bis der Rest des Holzes hier ankommt. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Okay. Ich und mein Holz abgeschlossen. Level 4. Ich guck grad mal unsere Waffen. Mir nur Level 2 Waffen. Aus Interesse versuche ich vielleicht mal den Kopfgeleger uns entgegenzustellen. Komm, den bekommen wir.
machen denen halt fast keinen Schaden. Oh, uns helfen auch die Zivilisten. Das ist natürlich gut. Oder? Helfen die uns? Nein, der hilft eindeutig ihm. Wir müssen heilen. Die Spartaner. Er hat uns erwischt. Ich glaube aber nicht, dass unser Problem die Stufe ist. Eigentlich ist nur unser Problem, dass wir noch keine Waffe haben für unsere Stufe. Dann schauen wir mal. Das Brennfieber. Machen wir mal diese Aufgabe. Holen uns Phobos und müssen dann anscheinend was für Phöbe machen. Ich habe ja gesagt, wir haben Zeit in dem Let's Play, dann werden wir auch so eine gute Mischung aus Nebenquests und Hauptquests machen. Und ich denke mal, noch ein oder zwei Missionen, dann müsste der Typ, gegen den wir gerade gestorben sind, im Kinderspiel sein. Ah, da ist sie. Und was hast du uns denn zu erzählen? Wie lief es mit Markus? Wie es nicht immer gut läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Das klingt eher so, dass man was leugnen würde. Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nein. Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Das war was anderes. Was willst du, Phöbe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ach, na schön. Ich sehe es mir an. Und was will sie von uns? Sprich mit den kranken Einwohnern. Auge um Auge, sprich mit Markus. Oh oh, mit dem wollen wir jetzt gerade nicht sprechen. Wir sind einfach mal zu Fuß unterwegs. Oh.
Du Wolf, überrascht uns nicht. Komm. Kurzes Zeug mitnehmen und weiter geht's. Oh. Das ist dieses ausgebrannte Dorf, wo wir, glaube ich, am Anfang der ersten Folge schon mal waren. Dorf Kausos. Wir reden mal mit ihnen. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Was ist das für ein Priester? Er lässt uns nicht gehen! Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Mhm. Gibt es Hoffnung auf Heilung? Eine berechtigte Frage. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler Natürlich. Wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Mhm. Und warum haben sie dann alles niedergebrannt? Gute Frage. Wenn sie nur die Leute, die die Seuche haben, erledigen wollten. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Also haben wir wahrscheinlich Kinder. Jetzt die Denken Wahl. Sie. Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Wollen wir blutrünstig sein? Und uns einfach nicht einmischen und verdammen sie damit zum Tod oder wollen wir sie befreien? Wir sollen ja versuchen, die Leute von dem Ort zu befreien und anscheinend sind es ja die letzten Überlebenden. Sprich, da ist dann wahrscheinlich eine von denen, die Freundin oder welche Person es war, wo die Phoebe uns gesagt hat. Also ich glaube, wir lassen die Leute, wir mischen uns ein, dass die Leute freigelassen werden. Lasst sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Gut. Das ist zumindest ein Kampf, den wir gewinnen werden. Und jetzt nur noch den Priester. Der wohl am wenigsten kann. Und wir haben die Einwohner befreit. Und da hinten kommt schon wieder unser Kollege. Wir gehen mal aufs Fähigkeitenmenü. Den letzten Fähigkeitspunkt fügen wir mal noch nicht zu. Wollen wir uns ihn nochmal stellen? Auf jeden Fall nicht von vorne. Komm. Komm, den kriegen wir diesmal. Die Steinfaust.
Unser Problem ist halt wirklich, dass wir so wenig Schaden machen. Aber diesmal sieht der Kampf schon viel besser aus für uns. Den bekommen wir diesmal down. Du hast dir den falschen Kopfgeldantrag ausgesucht, Kopfgeldjäger. Du kannst nicht gewinnen. Und du anscheinend auch nicht. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Und wir haben ihn erledigt. Arena-Einladung. Krieger, die Arena von Pivki ist die härteste Arena der gesamten griechischen Welt. Als letzter lebender Held der Arena suche ich nun die besten Kämpfer von überall her, damit sie auf der spektakulärsten Bühne um die der Ehre des Vergnügens und der Drachen willen antreten. Euer Ruf eilt euch voraus. Nur wenige töten so gut und poetisch wie ihr. Bei Interesse sucht mich am Piratenkap oder meinem Partner Marlon am Kriegergrab in Pevki auf. Skura, Held der Arena von Pevki. Und eine Arena-Einladung, eine Söldnerbrust. Hört sich interessant an. Aber dafür, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen aufleveln. Ah, stimmt, wir können, oder? Ne, wir können nichts mehr klauen. Dann reden wir jetzt mal mit den Einwohnern. Was mit ihnen in Wirklichkeit jetzt los ist. Jetzt bringen sie die Seuche wahrscheinlich am Ende. Du bist eine Heldin. Dieser Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Ach, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Wir bleiben jetzt mal bei ihnen freundlich, wenn die Heilung brauchen. Ja, vielleicht brauchen sie noch Geld, um sich heilen zu lassen. Das ist nicht notwendig. Habt eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlerfrau. Mögen sie dich segnen. Ja, wir müssen zwar schon noch Geld einfordern, aber die sind ja im Moment noch krank. Und da, finde ich, brauchen die ja alles Geld, was sie haben können, wenn sie irgendwelche Heilungen erfahren wollen. Quest. Cool, Stufe 25. Oder haben wir noch irgendwas auf der Karte offen? Ja, dann würde ich sagen, werden wir als erstes noch diese Quest hier erledigen. Und dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge die Quest Auge um Auge anfangen. Dann haben wir auch in dem Bereich alle Nebenquests erledigt, die wir im Moment sehen können. Ein Hai für die Überfahrt. Mal sehen, wer den Auftrag jetzt gestellt hat. Söldnerin, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kreusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Bei was? Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht.
Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Vor Haien? Ich habe vor nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Meint ihr jetzt wörtlichen Hai? Oder meint ihr einen Steuereintreiber oder sowas? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Ach so, die meinen eher so ein Hai. Der alte Halunke, sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ja. Wenn sie so kostbar ist, warum sollte ich sie nicht einfach selbst behalten? Eine gute Tat? Eine Geste guten Willens? Um uns aus diesem Gemüsealbtraum heraus zu helfen? Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krani im Süden. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Ein Hai für die Überfahrt. Unweit der Insel des Zeus. Wir gucken mal auf die Karte. Wir müssen in... Oder wir gehen mal einfach in... Ja, in die Richtung hier. Unweit der Insel des Zeus. Das ist die Statue von Zeus. Los. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Oh, hier sind Wölfe. Oh, wir sind bei der Statue oben. Dann synchronisieren wir, glaube ich, mal, wenn wir schon mal hier sind. Dann werden uns vielleicht auch neue Orte angezeigt auf der Karte. Dann synchronisieren wir das erste Mal in Assassin's Creed Odyssey. Komm an den Haaren noch hoch. Oder? Ne, wir müssen auf Zeus Blitz noch hoch. Komm noch den Bizeps hochklettern. Ist auf jeden Fall ein guter Ausblickspunkt. Man sieht alles in der Umgebung, was man sich nur vorstellen kann. Vor allem, wenn keine Wolken da sind, muss es doch eine wunderschöne Aussicht sein. Zeus Blitz, Schnellreise freigeschaltet. Ja, wir gucken mal kurz auf der Karte. Ob sich etwas getan hat. Steht denn da irgendwo, wo denn die Insel... Ich meine, wir müssen ja vor der Küste von Kelephelia. Und wir machen unseren ersten Todessprung. Was ist denn hier? Ist irgendein Buch? Und in welche Richtung müssen wir jetzt laufen? In die entgegengesetzte Richtung? Oh.
Das war knapp. Ah, hier sind wir bei dem Weingut. Irgendwo an der Küste müsste ja die Ruine liegen. Ne? Wenn wir schon mal hier sind, können wir kurz gucken, ob wir noch neue Aufträge am Brett haben. Sami, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Nee, noch nichts Neues. Dann gehen wir mal zum Strand. Wir haben jetzt hier nicht, zwar nicht das, was wir in der Mission brauchen, aber ein Schiffswrack ist auch interessant. Aha, wir haben Armschienen. Irgendeine Quest haben wir abgeschlossen. Wir gehen dort mal an Land. Oh, Odysseus Palast. Was können wir denn hier mitnehmen? Ja, ein paar Drachmen. Nein, ich wollte kein Foto machen. Wir gehen kurz mal dahin. Wo ist denn die Höhle? Achso, das ist die eine Höhle, wo wir schon mal waren. Da würde ich sagen, gehen wir erst nochmal hier für das Ende vom Part dahin, nehmen die Quest an und schauen dann beim nächsten Mal, ob wir die Quest mit dem Hai oder die Quest machen, die wir jetzt nochmal annehmen. Weil wir werden auf jeden Fall noch eine Nebenquest machen und danach werden wir mit der Hauptquest weitermachen. Ich habe so lange auf Kephalenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. Ist ihr Ernst? Die wusste nicht, die war noch nie hier auf der anderen Seite. Dann müssen wir erst eher noch im Bewacher erledigen. Aber der sollte kein Problem sein. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Odessa. Werwolf, hau wieder ab. Jetzt kommt natürlich auch sein Kollege. Oh, die... Was? Achso, die hat einen Feuerpfeil geschossen. Ich dachte schon, kann die Feuer schießen? Ist die eine Magierin? Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Da hat sie recht. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen.
Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Kassandra. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Ja. Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Aha. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat. Der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet. Mehr nicht. Ja, es gab bestimmt schon mehrere. Ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Brechen wir auf. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Ja. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge erledigen. Später, wenn wir ein bisschen zugeschaut haben, schaltet gerne auch wieder beim nächsten Mal ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dann, euer Alistair. Ciao.